Hallo, mein lieber Schütze, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt deine Jahreslegung für 2024. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden für das kommende Jahr am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an, da diese erfahrungsgemäß sehr passend sein können. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für 2024 für dich hat. Mein lieber Schütze, wir schauen uns hier Tendenzen an. Das bedeutet, dass das sehr hohe Wahrscheinlichkeiten sind und nichts hiervon muss zwingend eintreffen. Manchmal bereitet einen das Universum auch auf bestimmte Situationen vor, in denen man dann dementsprechend prophylaktisch handeln kann. Es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch bei einem bestimmten Abschnitt unwohl fühlen, dann kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt nicht für dich bestimmt ist. Den lässt du dann bitte dementsprechend ziehen. Natürlich schauen wir auch auf sowohl auf angenehme als auch unangenehme Themen, aber ein unangenehmes Gefühl soll eine Kartenlegung natürlich nicht hinterlassen. Ja, wir werden beim Jahresanfang starten, dann sehen wir uns die Blockaden näher an und dann schauen wir noch in zwei Lebensbereiche. Ja, und eine Sache noch, eine Kartenlegung zeigt natürlich nie alles, was sich in deinem Leben so abspielt. Wir picken uns nur die Ereignisse heraus, die relevant sind, vorab zu erfahren. Ja, und jetzt starten wir hier beim Jahresanfang. Diese Energie kann durchaus auch noch ins Vorjahr hineinreichen. Und da gibt es schon eine sehr, sehr schöne Entwicklung, mein lieber Schütze. Das Glück ist dir hold und es geht hier, denke ich, tatsächlich bei den allermeisten um etwas Finanzielles. Ja, also eine glückliche Situation betreffend der Finanzen. Ja, das tendenziell, denke ich, wird das vermutlich nach den Feiertagen geschehen. Hier ist eine Veränderung angekündigt. Diese Veränderung ist ja aber auch bestimmt, ja, also das ist Schicksal, das soll hier auch eintreffen und es geht hier eben in weiterer Folge auch um Glück. Und bei den meisten ist das hier tatsächlich etwas Finanzielles. Es kann aber auch doppeltes Glück sein, denn wenn ich mich richtig erinnere, habe ich hier auch etwas sehr Spannendes gesehen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber dazu kommen wir natürlich später. Also eine sehr, sehr günstige Entwicklung. Ich denke, da möchte dich das Universum einfach schon mal darauf vorbereiten. Das empfängt man natürlich sehr gerne, würde ich mal sagen. Ja, dann haben wir hier noch ein Thema. Du bist hier sehr beschäftigt damit, die Dinge in ein Gleichgewicht zu bringen und bist hier zu Jahresanfang auch damit beschäftigt mit der Thematik. Was wird abgesichert? Also Absicherung, Sicherheit. Kann natürlich auch sein, dass es hier vielleicht tatsächlich um Versicherungen geht bei manchen. Was ist notwendig und was nicht? Ja, also du sortierst deine Angelegenheiten. Du bringst hier einiges in Ordnung, so wie ich das hier wahrnehme. Und bestimmte Dinge, die keinen Nutzen mehr für dich haben, die lässt du los. Wie beispielsweise ein Abo, das man abgeschlossen hat, aber nicht wirklich verwendet. Ja, also so etwas in diese Richtung kann ich mir hier durchaus vorstellen. Das ist hier so diese Energie.
Wir schauen jetzt noch in die Außenschau, also wie sieht deine Situation von außen betrachtet aus? Und hier geht's um das Thema Gerechtigkeit, ja? Also Gerechtigkeit ist hier in Bearbeitung, beziehungsweise soll sich hier eine Situation zeigen, wo etwas in einen Ausgleich geht. Das passt hier natürlich sehr gut zusammen, weil du hier auch damit beschäftigt bist, hier einiges ja in Form zu bringen oder zu sortieren. Und das eine begünstigt natürlich auch das andere, ja. Also dass hier dass sich hier eine generelle Gerechtigkeit einstellen soll. Da würde ich sagen, wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Das können hier durchaus größere Themen sein, weil wir uns auch einen wirklich großen Zeitraum ansehen. Vielleicht sehen wir die Blockaden hier noch im Laufe der Legung. Kann sein, muss aber nicht. Manche Themen sollen einem einfach nur bewusst werden, um dann schon in die Auflösung gehen zu können. Auf deiner Ebene geht es hier um den richtigen Zeitpunkt für eine bestimmte Sache. Da kann ich mir gut vorstellen, dass dir hier irgendetwas bereits im Kopf herumgeistert und der richtige Zeitpunkt ist zu Jahresanfang noch blockiert, ja, also dieser Zeitpunkt ist angekündigt. Da kann es eben um vielleicht irgendeine Tätigkeit oder einen Wunsch, einen Traum gehen. Also für irgendetwas kommt der richtige Zeitpunkt. Der soll sich wie von selbst zeigen. Also ist das hier eine Art natürliche Blockade, die sich wie von selbst auflösen kann. Vielleicht kreisen hier deine Gedanken auch um eine bestimmte Situation, wo du dir den richtigen Zeitpunkt wünschst. Da ist es dann auch erforderlich, dass man hier in die Zuversicht geht, vor allem wenn dieser richtige Zeitpunkt nicht von deinem Tun abhängig ist, sondern sich einfach ergibt. Dass du hier zuversichtlich bist, dass er kommt. Ja, also ich sehe es hier zumindest mal liegen, mein lieber Schütze, dass das hier für eine bestimmte Sache der richtige Zeitpunkt auf dich zukommt. Und ich denke, die Vorbereitungen, die du hier triffst, auch wenn das vordergründig, ja, oder in erster Linie vielleicht nicht wirklich etwas mit dieser Sache zu tun hat, ist das dennoch eine wichtige Vorbereitung, denn du schaffst hier Platz für diesen richtigen Zeitpunkt, betreffend welcher Angelegenheit auch immer es hier gehen mag. Schauen wir mal weiter. Ich sehe hier auch, dass es bei dir im kommenden Jahr um das Thema Erleichterung geht, Dinge hinter sich lassen. Du startest hier schon auch mit dieser Energie hinein, ja, und ich sehe hier, dass hier irgendein großer Brocken von dir abfallen soll, dass du hier einiges hinter dir lassen kannst, was hier nicht mehr zu dir passt, ja, oder was du verändern möchtest und dich hier dann auch leicht fühlen sollst, ja. Das kann ja durchaus sein, dass sich das hier vielleicht auch über das ganze Jahr zieht und Schritt für Schritt natürlich auch immer besser wird, ja, also dass das hier ein bestimmter Prozess ist. Dann haben wir hier noch ganz interessant eine Person. Wir schauen ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen zu tun hat oder eben einer bestimmten Person. Die anderen beiden Positionen lasse ich immer offen. Und hier zeigt sich sogar eine Person, die dich hier sehr stark beschäftigt. Ja, Achtung, wir schauen immer auf das gesamte Umfeld, also Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Und mit dieser Person bist du auch schon zu Jahresanfang offenbar sehr stark beschäftigt. Vielleicht ist das jemand, den du schon länger kennst. Und das Thema bezüglich dieser Person ist, dass diese Person sehr, ja, schon sehr egoistisch wirkt hier, also zumindest von dem, was ich hier sehe, vornehmlich darauf bedacht ist, selbst einen Vorteil zu erlangen und hier sich nicht wirklich viele Gedanken darüber macht, ob für andere ein Nachteil entsteht, ja. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass diese Person hier von Grund auf böse ist, das kann einfach ein sehr unbedachter Mensch sein mit einer geringeren Empathie. Und da ist anscheinend irgendetwas los. Und mit dieser Person, denn ich sehe das hier nämlich, also ich habe das auch ausgetestet und das ist hier
Das ist ja offenbar jemand, den du bereits kennst und mit dem du hier irgendwo im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen zu tun hast. Vielleicht eine finanzielle Verstrickung, ja, weil ich vermute, dass diese Person bei den meisten jemand aus dem privaten Umfeld ist. Und mit beispielsweise mit finanziellen Angelegenheiten haben wir ja auch ein Leben lang zu tun. Das findet sich natürlich auch im privaten Umfeld wieder. Es kann natürlich auch, wenn du, solltest du berufstätig sein, kann das natürlich auch jemand aus dem beruflichen Umfeld sein. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Für diesen Abschnitt der Legung ist es nicht zwingend notwendig, berufstätig zu sein. Wir schauen uns das Jahr wie immer quartalsweise an. Im Einzelfall kann es natürlich auch geschehen, dass sich die Quartale untereinander vertauschen. Üblicherweise läuft es aber schon chronologisch ab. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt hier ins erste Quartal. Und hier haben wir schon, einen Geldeingang liegen. Ja, das kann unerwartet größer ausfallen. Ja, wenn du hier mit etwas bereits rechnest, das kann auch etwas ganz Unerwartetes sein. Insgesamt geht es darum, dass sich deine Finanzen verbessern oder das, kann auch eine Einmalzahlung sein, dass hier plötzlich Geld hereinkommt. Also das haben wir hier zweimal liegen. Das dürfte hier doch bei sehr vielen eintreffen, ja, oder zutreffen, weil es hier doch ja zweimal liegt und wir hier auch das den Hinweis haben, dass dir das bestimmt ist, dass das schicksalhaft ist. Es gibt ja eine Situation im ersten Quartal, wo es wichtig ist, für dich Acht zu geben, mein lieber Schütze. Ja, also es könnte sein, dass du hier ein bisschen gereizt bist, vollkommen zu Recht, denn ich sehe hier auch im Bereich des Umfeldes eine Unstimmigkeit liegen, dass hier irgendetwas nicht so läuft wie erwartet. Und das Universum sagt, bitte reagiere nicht sofort, warte ein bisschen ab. Beobachte. Ja, das heißt natürlich nicht, dass du jetzt Wochen und Monate lang warten sollst, sondern da geht es mir um ein paar Stunden oder ein paar Tage. Ja, denn es geht hier um eine Wahrheit, die sich zeigen soll. Ja, also bezüglich dieser Person, mit der du hier zu tun hast, vermutlich in einer finanziellen Angelegenheit könnte ich mir hier vorstellen. Und eine Wahrheit soll hier ans Licht kommen. Ja. Und die zeigt sich eben auch dadurch, dass du hier nicht sofort reagierst, auch wenn es dich wirklich in den Fingern juckt. Also ich sehe das hier schon so, dass diese Person hier, ja, ob bewusst oder unbewusst, auf den roten Knopf bei dir drückt. Versuche ruhig zu bleiben, nicht sofort zu reagieren. Das soll sich für dich nämlich bezahlt machen. Ja? Und dieser Umstand hier, der kann aufgeklärt werden, aufgelöst werden. Deshalb ist es wichtig, hier ein bisschen abzuwarten. Schauen wir in das zweite Quartal. Und hier sehe ich, dass sich eine riesengroße Schwierigkeit im Umfeld aufzulösen beginnt. Ja, also das kann hier auch ein riesengroßer Geistesblitz sein, den du hier plötzlich hast. Du bist hier in Kontakt mit dir vornehmlich seelenverwandten Personen, ja, mit Personen, mit denen du dich sehr gut verstehst, ja, wo man sich gegenseitig unterstützt, ja, also ein richtig schönes Netzwerk haben wir hier liegen. Und ich denke, für die meisten sind das hier bestehende Kontakte, also bereits bestehende Kontakte, aber es spricht ja auch nichts dagegen, dass du hier vielleicht neue Kontakte knüpfst. Und genau dieses Zusammenspiel oder dieses Zusammenarbeiten, dass man sich hier gegenseitig unterstützt, ja, in Richtung die eine Hand wäscht die andere, sehe ich das. Also wirklich sehr, sehr schön, wird hier etwas ausgelöst, ja. Und ich sehe hier auch, dass dir etwas bewusst werden wird, ja, das arbeitet in dir. Und das betrifft hier natürlich eben, das betrifft hier eben auch Kontakte, wo dieses ausgeglichene Geben und Nehmen nicht vorhanden ist. Ja, also das kann schon sein, dass du dich hier vielleicht von der einen oder anderen Person
Person ein bisschen gekränkt fühlst, aber das ist insgesamt extrem heilsam, mein lieber Schütze. Denn was ich hier auch sehe, ist, dass hier etwas aufgebaut wird oder in den Aufbau geht. Und das kann durchaus sein, dass du dich hier mit diesen Personen zusammentust, dass man hier gemeinsam etwas aufbaut oder dass du hier beginnst, etwas aufzubauen. Wichtig ist, dass sich im zweiten Quartal hier eine große Schwierigkeit zu lösen beginnt, die dein Umfeld betrifft. Ja, da kann es natürlich auch darum gehen, dass hier vielleicht die ein oder andere Aussprache stattfinden könnte. Also das möchte ich hier nicht ausschließen. Das ist auf jeden Fall ein enorm gutes Zeichen. Und ich vermute, dass das hier auch damit zusammenhängt, dass du hier im ersten Quartal noch ein bisschen abwartest und nicht sofort reagierst. Irgendwie hängt das hier für mich auch inhaltlich zusammen. Schauen wir jetzt mal ins dritte Quartal. Und ich denke, dass das, was sich hier ereignet, dass das sehr knapp beim zweiten Quartal zu finden ist. Also dass das hier vielleicht eben auch in der Übergangsphase von zweiten auf drittes Quartal stattfindet. Denn ich sehe hier, dass es, was das Umfeld betrifft, hier zeigt sich eine einseitige Angelegenheit, also die dir auch bewusst wird, wo vornehmlich du mehr Energie, vielleicht auch eben Geld etc. hineingibst und die andere Person nicht so viel Interesse hat, wenn überhaupt, ja. Natürlich kann das auch andersherum zu verstehen sein, dass hier vielleicht eine andere Person ein großes Interesse daran hat, irgendetwas zu machen und du einfach merkst, es interessiert dich nicht so sehr. Ja, das schließe ich aber für die allermeisten aus. Es geht mehr darum, dass du hier erkennst, dass du hier an irgendetwas dran bist und jemand anderen sozusagen mit durchträgst. Und hier wird sich offenbar auch etwas verändern, denn ich sehe hier, dass du dich hier nicht wirklich respektiert fühlst oder dass du hier auch das Gefühl hast, man will dir deinen Platz nicht zugestehen oder man schmälert deine Leistung, was natürlich auch nicht angenehm ist. Und dann sehe ich eben hier auf deiner Ebene, dass es hier zu einem Umbruch kommt. Also vielleicht eben, dass du die Person vielleicht auch konfrontierst damit. Ich meine, das kann natürlich auch konfliktlos gelöst werden. Hier steht auf jeden Fall eine große Veränderung an. Ja, also hier kommt einiges in Bewegung. Und du wirst hier eben auch erkennen, dass du für so eine Angelegenheit nicht wirklich Platz hast. Ich könnte mir hier eben vorstellen, dass du das Ganze dann, je nachdem, was es ist, das ist natürlich auch die Frage, dass du das, dass du erkennst, du brauchst diese Person gar nicht für dieses Vorhaben, ja. Denn du hast die ganze Arbeit und das, was dabei herausschaut, das wird dann geteilt. Also das ist dir natürlich nicht sonderlich gerecht. Vielleicht kommt es auch dazu, dass man hier miteinander spricht und dass es dieser Person vielleicht auch noch gar nicht aufgefallen ist, dass das Ganze hier in ein Ungleichgewicht geraten ist. Also es kann natürlich auch geklärt werden. Ja, das lassen die Karten hier offen. Wichtig für dich ist, dass es dir auffallen wird. Und du wirst dann natürlich auch erkennen, was für dich dann richtig und stimmig ist, was du in dieser Situation machst. Es kommt auf jeden Fall eine Veränderung und die wird auch sehr rasch umgesetzt. Ja, also da wird nicht lange zugewartet. Ich denke, es könnte natürlich Sinn machen, wenn man hier miteinander spricht, denn vielleicht kann man hier noch auf einen grünen Zweig kommen. Ja, dann schauen wir noch ins vierte Quartal und das ist wirklich auch sehr spannend, denn hier sehe ich auf jeden Fall diese Person noch einmal. Und ich habe auch das Gefühl, dass das tatsächlich bei den meisten eine weibliche Person sein könnte. Ja, also kann sein, muss aber nicht, weil das hier eine allgemeine Kartenlegung ist. Ich sehe Personenkarten,
ja, deswegen auch üblicherweise eher geschlechtsneutral. Aber bei den meisten habe ich hier auch ausgetestet, wie ich die Karten gezogen habe, ist es hier tatsächlich eine weibliche Person. Und das Spannende ist, dass ein Mysterium oder eine offene Frage, irgendetwas, das diese Person betrifft, das dich auch schon länger beschäftigt hat oder vielleicht eben auch schon jetzt beschäftigt, hier im vierten Quartal offenbar ans Licht kommt. Irgendein Mysterium wird hier gelöst. Und das betrifft eben, wie gesagt, diese Person. Vielleicht öffnet sich diese Person auch und teilt dir etwas mit. Also du wirst etwas über diese Person erfahren, entweder von ihr selbst oder eben von jemand anderem. Und dann sehe ich hier auch im Umfeld, wird dir eine Last abgenommen, ja, also etwas verändert sich, etwas dreht sich und das hängt hier eben auch damit zusammen, weil du hier etwas veränderst, was diese einseitige Angelegenheit betrifft. Und ich sehe hier im vierten Quartal ist hier jemand, der dir irgendetwas abnehmen wird, ja, und das ist schon ein größerer Brocken, so wie ich das hier sehe. Und das ist auch irgendwie ein gewisser Ausgleich, wenn wir uns das eben ansehen im Vergleich eben mit dem dritten Quartal. Und was ich hier auch sehe, ist, dass hier etwas neu gestartet wird. Ja, vielleicht eben etwas, das du schon einmal versucht hast, das nicht so gelaufen ist wie erwartet. Und hier mit, dadurch, dass hier schon eine gewisse Erfahrung gesammelt wurde, wird hier neu gestartet eben. Also das ist hier für die meisten eben etwas, das schon einmal versucht wurde. Es kann natürlich auch etwas sein, das vollkommen neu ist. Ich sehe es aber für die allermeisten so, dass hier irgendein bestimmtes Vorhaben neu gestartet werden soll. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen jetzt mal in den zwischenmenschlichen Bereich. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, wir schauen auf das gesamte Umfeld. Also solltest du neu hier sein. Wir schauen auf Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld. Und wenn du auf die Liebe schauen solltest, weil die Frage kommt auch immer wieder, ich lege nicht direkt zum Thema Liebe. Ich erzwinge das nicht künstlich hier in den Legungen. Wenn die Karten etwas dazu zu sagen haben, dann zeigen sie uns das auch. Nur manchmal und gerade bei der Liebe ist es so, dass die Karten öfter schweigen, eben weil wir bestimmte Dinge nicht vorab erfahren sollen, damit sie dann eben auch geschehen können, ja. Das bedeutet eben auch, also solltest du auf die Liebe schauen und sich hier in der Legung diesbezüglich nichts zeigen, dann heißt das nicht, dass sich im kommenden Jahr diesbezüglich bei dir nichts abspielen wird, dann haben die Karten einfach keine relevanten Informationen für dich. Ja, und auch hier schauen wir uns das Jahr quartalsweise an und starten auch hier im ersten Quartal. Und das, jetzt kommen wir zum Thema dieses doppelte Glück oder dieses Glück, das dir hier einfach auch bestimmt ist, mein lieber Schütze. Und das, also da hoffe ich wirklich, dass das deine Legung ist, denn das ist wirklich sehr, sehr schön, dass das Universum das auch ankündigt. Hier haben wir im ersten Quartal gleich den Hinweis, also dass du dich vielleicht zu Anfang ein bisschen ja leer fühlen könntest oder dass du hier irgendein Verlangen hast, ja, dass hier irgendetwas fehlt. Ja, das kann man hier sehen. Das ist aber auch etwas, das man aushalten soll, denn das Universum sagt hier, es wird sich hier etwas sehr, sehr Positives ereignen, ja. Also entweder geht's hier um eine Möglichkeit oder irgendetwas, vielleicht tatsächlich eine Art Geschenk von einer Person, das dir überreicht wird. Oder es geht hier um eine Begegnung mit einer neuen Person. Ja, das kann durchaus auch der Fall sein. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und es hat mit Glück zu tun. Ja, also das ist etwas, das du nicht kommen siehst. Das könnte hier durchaus auch
der richtige Zeitpunkt sein, der hier eben ansteht. Ja, und auch auf deiner Ebene sehe ich, dass das erste Quartal vornehmlich sehr, sehr positiv abläuft, also zu deinen Gunsten. Ja, also hier ist die Stimmung sehr, sehr gut. Und hier gibt es noch eine ganz wichtige Meldung, ja, das Umfeld betreffend, mein lieber Schütze. Es geht hier darum, dass du dein Traumgeschehen im ersten Quartal ganz besonders beobachten sollst, denn es kann durchaus sein, dass es hier, ja, dass das Universum dir hier bestimmte, beziehungsweise dein Unterbewusstsein in dem Fall oder dein Unbewusstsein, die hier bestimmte Informationen über eine andere Person mitteilen möchte. Ja, also da wird dich offenbar das ein oder andere Thema im zwischenmenschlichen Bereich beschäftigen und du bekommst hier Antwort über deine Träume. Da empfiehlt es sich, wenn dir bestimmte Traumsymbole eben auffallen, ja, also dir richtig ins Auge springen, dass du da mal nachliest. Bitte immer mit ein bisschen Abstand, nicht alles für bare Münze nehmen, ja, also sich auch immer ein bisschen hineinspüren und das Ganze auch auf sich wirken lassen, ja. Wichtig ist auch, dass du im Hinterkopf behältst, um was es geht, weil bestimmte Traumsymbole in alle Richtungen gedeutet werden können und dann hilft es einem natürlich auch nicht weiter, wenn man dann 100.000 Deutungen hat. Deshalb bleib fokussiert bei deinem Thema, um was geht es für dich, auf was blickst du hier und kannst dann hier gezielt nachsehen. Da ist es durchaus möglich, dass du hier bestimmte Impulse bekommst, die dir in deiner individuellen Situation weiterhelfen können. Wir schauen jetzt ins zweite Quartal. Ja, und da ist was los. Jetzt möchte ich nur mal kurz nachsehen. Okay. Ja, wir haben ja hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen dieses gute Netzwerk, ja. Und genau, das ist jetzt die Situation, um die es hier geht, also auf die du hier aufmerksam wirst. Ich sage gleich dazu, also das ist hier irgendetwas, das dich sehr, sehr stark beschäftigt und wichtig ist im zweiten Quartal, dass diese Angelegenheit hier nicht über alles drüber gestellt wird. Also das heißt nicht, dass diese Sache unwichtig ist, aber kann dazu führen, dass andere Dinge einfach langsamer ablaufen oder in eine Verzögerung geraten. Denn ich sehe hier eine Konfliktsituation mit einer bestimmten Person, jemand, der dir in den Rücken gefallen ist, vielleicht nicht ganz ehrlich war, ein Versprechen nicht gehalten hat, ja, dich auf irgendeine Art und Weise hintergangen hat. Und das kann natürlich auch jetzt schon geschehen sein. Ja, es kann sein, dass sich das vielleicht erst im zweiten Quartal dann zeigt. Was ich hier sehe, ist, dass hier eine Person in deinem Umfeld hier irgendwo bei dir eingegriffen hat und du dann erkennst, was hier geschehen ist. Ja, also vielleicht ist das auch diese Person hier. Ich habe hier nämlich das starke Gefühl, dass das hier nicht im zweiten Quartal geschieht, sondern dass das irgendetwas ist, also dieser Eingriff, dieses Einmischen dieser Person, dass das irgendetwas ist, das in der Vergangenheit geschehen ist, wo du dich vielleicht gefragt hast, warum hat diese Sache nicht funktioniert, das gibt es doch nicht, das ergibt doch keinen Sinn, dass das nicht geklappt hat, ja. So nehme ich das hier wahr. Und was ich dir auch sagen kann, dieser Schaden ist reparabel. Also das ist hier etwas, das man wieder in Ordnung bringen kann. Das kann hier auch durchaus mit diesen Personen hier zusammenhängen, mit denen du dich sehr gut verstehst, beziehungsweise wo man sich auch sehr gut tut. Denn hier kommt etwas in Bewegung, ja. Und ich denke, das ist auch wirklich wichtig, dass das hier ans Licht kommt. Denn ich sehe, wir hatten hier eben auch im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen diese riesengroße Blockade im zwischenmenschlichen Bereich, die sich hier löst. Also habe ich das Gefühl, dass hier etwas ans Licht kommt, das schon länger da ist, aber irgendwie noch nicht erkannt wurde. Und das wird dir hier bewusst. Trotzdem wichtig im zweiten Quartal, schau, dass diese Angelegenheit hier nicht eine übergeordnete Priorität bekommt. Ja, es ist wichtig, aber es soll nicht allzu wichtig sein, denn du hast hier noch andere Dinge, die dir dann auch etwas, die auch etwas abwerfen für dich. Ja, und
Es ist wichtig, hier dann bei der Sache zu bleiben. Natürlich sollst du das hier nicht verdrängen. Darum geht's auch nicht. Aber es sollte kein Dauerthema bleiben. Ja, und das ist einfach wichtig, dass du dir das dann auch ins Gedächtnis rufst. Schauen wir ins dritte Quartal. Und das ist enorm spannend, denn, okay. Die habe ich vorhin nicht aufgedeckt, aber das passt ohnehin dazu. Da sehe ich eben auch diese riesengroße Blockade, die sich hier löst. Ja, haben wir hier noch einmal bestätigt. Die Karte ist anscheinend runtergerutscht. So, und jetzt zurück zum dritten Quartal, mein lieber Schütze. Hier geht es um einen großen Umbruch, ja. Also ich sehe hier, zu Anfang ist die Stimmung ein bisschen gedrückt. Ja, also könnte ich mir vorstellen, diese Person, um die es hier geht, dass man sich vermutlich nicht mehr allzu viel zu sagen hat oder vielleicht auch vorerst nicht allzu viel zu sagen hat, was natürlich verständlich ist. Denn wir haben hier auch ein Ende liegen, ja, also bitte nicht täuschen lassen, wenn der Tod hier liegt, heißt das nicht, dass jemand stirbt, das dürfen meine Karten auch gar nicht anzeigen, ja, und das ist eine der wenigen goldenen Regeln beim Kartenlegen, an die sich jeder halten sollte. Tod in einer Legung steht für ein Ende oder eben einen Umbruch, Transformation, beziehungsweise Veränderung, wo man noch mehr in die Vergangenheit schaut. Ja, also es geht hier um ein Ende. Das kann natürlich auch sein, dass du vielleicht umziehst und hier vielleicht ein bisschen traurig bist, weil das gewohnte Umfeld sich verändert hat. Kann natürlich auch sein. Ich denke aber, es geht hier tatsächlich für die meisten um diese Person, die sich hier im zweiten Quartal zeigt. Ja, also dass dich das nicht allzu kalt lässt, ist natürlich verständlich. Und es geht hier auch darum, dass du hier erkennen wirst, dass dir hier auch einiges aufgebrummt worden ist, das eigentlich gar nicht dein Thema war oder eigentlich in einen anderen Aufgaben, also in den Aufgabenbereich einer anderen Person fällt. Ja, also da ist schon eine sehr starke Beschäftigung damit, die auch wichtig ist. Ja, denn dir wird hier einiges klar werden. Und das Spannende ist, es kommt hier zu einem Umbruch. Ja, also es verändert sich hier etwas. Und ausschlaggebend dafür ist eine kleine Geste, vornehmlich deinerseits. Es kann natürlich auch von einer anderen Person sein, dass dir hier irgendjemand einen Gefallen tut, dich irgendwo unterstützt. Ja, ich glaube aber, dass du hier irgendeiner Person einen winzig kleinen Gefallen tun wirst. Also da geht es natürlich nicht darum, dass man hier Unsummen an Geld ausgibt oder dergleichen, sondern ein kleiner Handgriff, ja, eine kleine Geste, die hier etwas auslöst. Denn wir haben hier auch liegen, dass sich hier plötzlich die Stimmung verändert. Ja, also auch hier sehe ich den richtigen Zeitpunkt und hier haben wir auch diese Blockade, die hier aufgelöst wird, ja, dass du hier etwas, eine Schwere hinter dir lassen kannst. Also das kann auch sein, dass du hier einen Geistesblitz hast. Es wird durch diese Geste hier vornehmlich ausgelöst, dass sich hier plötzlich die Stimmung verändert und du auch erkennst, dass es gut ist, so wie es jetzt ist. Denn wir haben hier im Umfeld auch noch die Information liegen, dass hier etwas in eine Klarheit kommt und dass du das auch tendenziell aus einer anderen Perspektive wahrnehmen wirst als bisher. Und zwar aus einer Perspektive, die sehr, sehr heilsam ist, ja, und auch erleichternd ist. Du wirst hier offenbar sehr, sehr rasch erkennen, dass vieles jetzt plötzlich einfacher läuft, ja, also nach dieser Offenbarung, die natürlich jetzt nicht so angenehm ist, aber ich meine, das wissen wir alle, dass im Leben geht es nicht nur immer schnurstracks bergauf, sondern es geht eben auf und ab. Und dieses Ereignis hier ist offenbar sehr wichtig und eben auch der Startschuss in eine sehr, sehr angenehme Phase. Und das passiert hier offenbar sehr plötzlich. Ja? Also als würde sich ein Schalter umlegen. Ja, dann haben wir nur noch das vierte Quartal. Das wollen wir natürlich auch noch ansehen.
Und hier geht es darum, ja, also, dass hier irgendjemand wird hier nicht ganz, wird sich hier, ja, nicht so ganz angenehm dir gegenüber äußern oder wird dich irgendwie, ja, Eifersucht oder Neid spüren lassen. Das ist wichtig, dass du hier erkennst, dass das Thema dieser Person ist. Ja, das ist nicht dein Thema. Denn wir haben hier auch einen Erfolg liegen, ja, im zwischenmenschlichen Bereich, was bedeuten kann, dass du hier vielleicht mit einer bestimmten Personen eben gemeinsame Sache machst. Also vielleicht geht es hier eben um eine gemeinsame finanzielle Angelegenheit, ja, vielleicht ein gemeinsames Standbein. Das muss aber nicht sein, das kann auch innerhalb einer Verbindung etwas sein, das für einen, ja, was, das sich für einen nach Erfolg anfühlt, ja, oder nach einem, ja, nach Wachstum. Wie beispielsweise, wenn eine Beziehung sich vertieft, ja, es gibt hier irgendein freudiges Ereignis im vierten Quartal, das sich hier zeigt. Und wichtig ist eben, lass dir das nicht madig machen, lass dir das nicht verderben von dieser Person, ja, weil hier mit dieser Person, da schwingt ein bisschen die Vergangenheit mit, auch wenn das vielleicht eine neue Person ist, die, oder eine Person, die du nur ein paar Minuten siehst in deinem Leben. Hier schwingt die Vergangenheit mit, denk dir daran, du musst mit dieser Person auch nicht zwingend in Kontakt sein. Also wenn das hier irgendeine flüchtige Begegnung auf irgendeiner Feier beispielsweise ist. Ich sehe hier auch, ja, also es tut sich hier einiges, das für dich sehr wichtig ist im vierten Quartal. Also es geht hier um irgendeine Herzensangelegenheit, also irgendetwas ist hier ganz enorm wichtig für dich und du könntest hier ein bisschen sensibler sein als üblich, ja, und darauf möchte dich das Universum auch vorbereiten, ja, also dass du hier wirklich durchatmest, denn es kann natürlich sein, dass diese Person hier vielleicht einfach eine Grenze überschreitet oder vielleicht auch unbewusst irgendetwas ausspricht, was man sich sparen kann, was dann natürlich auch dazu führen kann, dass das Ganze hier ja in die Höhe knallt, was nicht sein muss. Und das hängt ja mit dieser Herzensangelegenheit zusammen, die für dich persönlich sehr wichtig ist. Vielleicht eben auch dieser Erfolg. Vielleicht geht es ja auch um irgendein bestimmtes Ereignis, das man gemeinsam plant. Also vielleicht eben in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft. Also vielleicht eben irgendetwas, das man gemeinsam macht, das sehr wichtig ist. Wo du vielleicht auch ein bisschen unter Strom stehst und dann ja dementsprechend vielleicht auch ein bisschen gestresster bist. Ja, also so in die Richtung sehe ich das. Wichtig ist hier einfach die Ruhe zu bewahren. Also es läuft insgesamt sehr, sehr gut für dich, mein lieber Schütze. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.